Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück zur nächsten Flaschenpost. Und ja, die letzte war wieder ein bisschen länger. Jetzt gibt es die kurze Version zum Supertest. Und das wollte ich eben nicht noch in die andere Flaschenpost mit reinpacken. Ich will versuchen, kürzere Videos für euch zu machen. 10, 15 Minuten satt ist so mein Richtwert, in den ich gehen möchte. Schreibt mir gerne, ob ihr damit d'accord geht oder ob ihr lieber was anderes machen möchtet, ob ihr lieber ein Video hättet mit 25 Minuten. Ich hatte jetzt sehr viel Feedback oder ein bisschen was an Feedback, wo es hieß, ja, mach lieber kürzere Videos. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal so. Gucken wir mal, dann habt ihr ein bisschen mehr zu gucken. Ja, einzeln, möglicherweise passt das euch ja besser, wenn ihr in der Bahn, im Bus seid oder wo auch immer ihr uns guckt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr uns hier so zahlreich unterstützt und immer wieder uns Input gibt. Jetzt aber zu den Supertest-Informationen. Es wird mit dem Update 0711 sehr wahrscheinlich eine neue Kollektion geben, und zwar die Royal Navy Destroyers, also die Royal Navy Zerstörer, die dann dem Spiel hinzugefügt werden. Es wird eine vierstufige Sammlung sein, also vier Blätter sozusagen, die vervollständigt werden wollen. Ihr werdet diese Gegenstände bekommen, indem ihr an dem Royal Navy Event eben teilnehmt und da die Direktiven erfüllt. Mit den Missionen wird es dann immer wieder so eine Container geben, die dann wiederum Gegenstände für die Sammlung beinhalten. Was dann genau an Belohnung kommt, wenn ihr die Sammlung vervollständigt habt, beziehungsweise die Abteilung der Sammlung, werden wir dann sehen. Steht hier nicht. Also können wir darüber nur philosophieren. Und das mache ich nicht so ganz gerne, dass wir überlegen, was man da an Kapitänen oder sonst was bekommen könnte. Hier bei den Supertest-Infos geht es um Fakten. Und das sind die Fakten, die ich dazu habe. Nächster Punkt. Black Friday steht quasi davor. Wir haben jetzt Mitte Oktober. Und ja, zum Ende des Oktobers, Anfang November, glaube ich, ist das immer. Mit diesen Black Friday-Geschichten. Ja, und auch World of Warships wird für euch da die ein oder andere paar Überraschungen parat haben. Die erste kennen wir jetzt schon. Es wird Black Friday Container geben und es wird eben vier Schiffe geben. Die Tirpitz B, die Atago B, die Asashio B und die Massachusetts B. Und bevor der Aufschrei bei euch jetzt ganz besonders groß wird, die Schiffe sind keine anderen Schiffe, sondern vielmehr die gleichen Schiffe, bloß mit einer rein schwarzen Lackierung. Es wird eine permanente Tarnung sein, diese schwarze Lackierung, und die wird genau exakt die gleichen Werte beinhalten, wie bereits jetzt das Premium, die Premium-Tarnung, die ihr vielleicht schon auf diesen Dampfern, also nicht vielleicht, sondern wenn ihr das Schiff besitzt, habt ihr eine Premium-Tarnung, und dann sind die Werte absolut identisch. Es ist eigentlich quasi das gleiche Schiff nochmal, bloß schwarz. Ja, so könnte man das eben sagen. Und dazu haben sie uns jetzt hier schon in Aussicht gestellt, eine spezielle Black Friday-Verbrauchsmaterial-Tarnung hinzuzufügen, Streuung erhöht, Erkennbarkeit verringert, und dann gibt es eben 75% der EP pro Kampf, freie XP 150% geboostet und Kapitäns-EP um 100% geboostet. Wie gesagt, alles Testversionen, alles noch subject to change, nichts ist final, nichtsdestotrotz, ich möchte euch darüber informieren. Ich bin sehr gespannt, weil die haben schon angekündigt, es wird noch mehr Sachen geben, das ist nur ein Teil davon. Ja, gibt oben gleich noch einen Artikel dazu, gehen wir kurz nochmal drauf ein. Der nächste Punkt. Die Penetrationsmechanik wird verändert. Und zwar habtet ihr das alle schon mal. Ihr penetriert ein anderes Schiff, ja, und ihr kriegt keinen Schaden dafür gut geschrieben. Und das ist das, was sie jetzt ändern wollen. Nämlich, dass an den Wülsten, an den Flakgeschützen, an den Sekundärgeschützen und so weiter oder einen vollständig zerstörten Teil des Schiffes, wenn ihr da trefft sozusagen, dann habt ihr jetzt einen versprochenen Mindestschaden von 10% der Granate, die ihr da benutzt habt. Habt ihr also 10.000 Alpha-Schaden in einer, sagen wir, AP-Granate, dann wird es so sein, dass ihr 10% sind ja 1.000 Punkte, dann auf euer Damage-Konto gutgeschrieben bekommt. Ja, wie gesagt, in der Vergangenheit war es durchaus möglich, da auch keinen Schaden oder null Schaden gutgeschrieben zu bekommen, also gar nichts, aber eine Penetration gehabt zu haben. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. So, aktuell wird daran auch irgendwie noch gearbeitet, wird noch weiter verbessert oder verändert, weil aktuell gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit, wie ihr eine Penetration machen könnt, aber keinen Schaden verursachen könnt, nämlich wenn ihr eine Explosion einer Granate in den Türmen der Hauptbatterie verursacht. Schäden nur am Modul eines Schiffes ohne den gesamten TP oder ohne die Gesamt-TP zu beeinträchtigen. Also, um das zu lösen, daran arbeiten sie eben noch. Das ist eigentlich hier das Wort, was sie hier verwenden. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert rübergebracht, sorry, aber es ist eben so, dass das noch nicht ganz hundertprozentig gebugfixt ist, aber das ist jetzt erstmal der Stand des Supertests.
Ja, ich persönlich freue mich darüber, weil wie oft hat man sich schon darüber geärgert, dass man eben keinen Schaden gutgeschrieben bekommt, obwohl man eben eine Penetration hatte. Und das ist irgendwie, naja, ein bisschen kontraproduktiv. Sie hätten so oder so machen können. Es wird jetzt also so sein, dass ihr im Durchschnitt einen Ticken mehr Schaden macht und der Gegner einen Ticken mehr Schaden zurückbekommt, sozusagen. Die Überlebensfähigkeit der mancher, also von allen Schiffen, nimmt ein ganz kleines Ticken ab und die Schadensfähigkeit von allen Schiffen nimmt ein ganz kleines bisschen zu. So, rein im Durchschnitt betrachtet. So, nächster Punkt ist dann der Damage von panzerbrechenden Granaten, großkalibrigen panzerbrechenden Granaten an Zerstörern. Denn auch da gab es ja eine Riesenproblematik, dass die AP-Granaten teilweise enorm viel Schaden an Zerstörern gemacht haben. Und ja, das soll jetzt eben so sein, dass es ab sofort nur noch möglich ist, dass großkalibrige Granaten ab 280 mm nur noch maximal 10% Schaden vom Alpha Damage machen. Also habt ihr eine Granate von 13.500 Alpha Damage von der Montana, macht ihr pro Granate 1.350 Damage maximal an einem Zerstörer. Habt ihr also mehrere Granaten, die da treffen, kann der Schaden trotzdem verheerend sein oder relativ stark sein, aber es wird halt kein One-Hit mehr werden. Denn wie wahrscheinlich ist das schon, dass alle 6, 9, 12 Granaten der Montana wirklich in ihr Ziel, in die Shimakaze treffen. Also, da würde mich dann doch arg wundern, denn da ist die Streuung und RNG uns dann doch manchmal nicht so hold. So, wer ist nicht betroffen? Die Harugumo, also der Gandedee der Japaner, und die Chabarovsk. Die sind nicht betroffen, weil die schon einen normalen Schaden oder den erwarteten Schaden von Wargaming erleiden im Durchschnitt und da ist es auch Absicht, dass es so ist, wie es ist. Alle anderen Zerstörer bekommen eben diesen Buff, wenn man dazu sagen möchte. Also, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt dann in Zukunft ja, darstellt, die ganze Geschichte. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und hier ist die Erklärung zu dem Black Friday. Hier wird eben nochmal gesagt, dass es das nur normale Schiffe sind, quasi Kopien der Originalschiffe mit einer schwarzen Lackierung. Dann, ja, es wird thematische Verbrauchsmaterialien geben, wird jetzt hier auch in Aussicht gestellt, zusätzlich zu der Lackierung wahrscheinlich nochmal irgendwelche anderen möglicherweise. Wir wissen es nicht. Und es werden verschiedene Rabatte und Angebote kommen, die dann halt zum Black Friday verfügbar sind. Also haltet die Ohren und Augen offen. Ja, hier bei uns auf YouTube-Kanal werden wir euch auf jeden Fall über diese Angebote informieren. In unserer Flaschenpost, die ihr gerade schaut zum Beispiel, ja, wird es auf jeden Fall weitere Informationen geben. Jetzt geht's aber noch weiter voran. Und zwar wurde ein sowjetischer Premium-Kreuzer oder ein sowjetischer Kreuzer der Tierstufe 7 angekündigt. Ich gehe davon aus, dass das ein Premium-Kreuzer sein wird. Wir haben ja Kreuzer schon im Spiel. Wie sie dann kommen, ist auf jeden Fall noch nicht klar. Es wird ja, ein T7-Kreuzer sein, 36.000 Trefferpunkte haben, 17,3 Kilometer weit schießen mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 12%, also typisch russisch könnte man sagen. Wie man den erstehen kann, ob dann durch Free XP, durch Kohle im Store, durch Kaufen im Premium Store, sonst was, werden wir dann sehen. Ja, Oberflächenerkennbarkeit 13,2. Ruderstellzeit hatten wir hier auch irgendwo 9,7 Sekunden. Hört sich alles ein bisschen vielversprechend an. Das ist so ein bisschen so die Richtung von dem jetzigen T7-Kreuzer. Die Schorsch, die Feuerschorsch, wie ich sie nenne, Storch oder wie sie auch immer richtig ausgesprochen wird. Ja, sieht so ein bisschen so aus. Und der Kreuzer heißt dann Lasso oder Laso oder wie auch immer es genau ausgesprochen wird. Ja, bin gespannt, wie es dann ins Spiel kommt. Hier haben wir nochmal ein großes Bild dazu. Sieht sehr, sehr ähnlich aus, so auf den ersten Blick. Ich habe es jetzt noch nicht eins zu eins verglichen. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, unten in den Kommentarbereich des Videos. So, und dann geht's weiter. Französisches Schlachtschiff Bourgogne oder Bourgogne T10. Ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Jetzt wird die Flak verändert. Die wird nämlich ein bisschen gebufft, wenn ich mir den Durchschnittsschaden pro Sekunde angucke und auch die Reichweite der verschiedenen Flaks. Dann gibt es jetzt hier schon mal einmal ein bisschen was an Flak mehr. Ihr habt dann nochmal eine Abstufung zu 4,5 Kilometern, 5,2 Kilometer und 5 Kilometer. Die Geschützanzahl wird ein bisschen verändert und so weiter. Es wird kein Katapultjäger mehr als drittes Verbrauchsmaterial-Option geben. Ja, das ist eigentlich die Neuigkeit zur Bourgogne. Hier nochmal in Großaufnahme quasi nach Alsace plus auf T10, könnte man sagen. Mal gucken, wann dieses Schiffchen dann ins Spiel kommt und wie zufrieden Wargaming damit deren Performance jetzt im Test ist. So, und dann gibt es als letzten Punkt nochmal Halloween. Und das ist jetzt in dem aktuellen Patch zu der Erklärung 0710 noch gar nicht mit eingeflossen, beziehungsweise das stand da auch überhaupt nicht.
Es wird ein PvP-Modus im Halloween getestet, sozusagen. Es werden zwei Teams mit je 7 Spielern sein, mit 7 Kommandanten, aufgeteilt. Es wird stattfinden auf der Karte mit diesen Türmen, also Sunray in the Darkness. Das ist sozusagen der Battleground dafür. Und Battleground ist eigentlich das Stichwort, weil es wird so sein, dass die Zone sich immer weiter verengt in Form eines Kreises. Und das erinnert uns doch an ein Spiel, was mit Battleground irgendwas zu tun hat. Ja, PUBG nämlich. Da ist, ist dieser Spielmodus ja schon bekannt, dass die Spieler quasi immer näher aneinander ranfahren oder rankrabbeln müssen und sich dann da eben gegenseitig bekriegen. So wird es dann halt hier bei diesem PvP-Modus eben auch sein. Und ihr wisst ja, das war ja in der Vergangenheit schon oft so, dass in diesem Halloween-Modus viele Sachen getestet wurden. Und wenn das jetzt ein neuer Gefechtsmodus sein soll, naja, müssen wir gucken. Ich bin gespannt, wie eure Kommentare dazu sind. Hier, Alfred und Thomas, die haben dazu schon ihre Symbole gemacht. Den Kommentar habe ich mir noch nicht durchgelesen. Von daher, schauen wir mal. Es werden auf jeden Fall Schiffe hinzugefügt. Und zwar könnt ihr dann, wenn ihr auf der Gegnerseite seid, Razorworm, Ghoul, Octopus, Leviathan, Scarab und Steelred, sowie die Vark und den Rasputin selber steuern, offensichtlich. Und ja, ihr braucht die Wehrpassstufe 12, um daran teilnehmen zu können, wenn es denn ins Spiel kommt und bei dem Supertest hier besteht. Ja, also wie gesagt, zu allen Themen, die ich euch eben gerade genannt habe, es ist alles subject to change, es ist alles Supertest. Und das heißt, dass das nicht so kommen muss oder ob es vielleicht sogar überhaupt nicht kommt. Wir wissen es alles nicht. Und ja, das war's eigentlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Kommentar da lasst, wie ihr manche Sachen eben findet oder auch hier gerne auf der Facebook-Seite unter unsere Artikel eben schreibt. Hier findet ihr immer alle Supertest-Informationen in Deutsch übersetzt nach besten Möglichkeiten, manchmal vom Handy aus, manchmal vom PC aus. Und ja, ich freue mich auf euch, auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video und dann, ja, wenn ihr heute noch das Video klickt, dann sehen wir uns heute Abend um 20.30 Uhr zum Livestream. Urlaubs-Return-Livestream haben wir ihn genannt. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis. Es gibt noch bei uns ein Gewinnspiel, was aktuell noch läuft. Einfach das richtige Video, ist glaube ich 2, 3 Videos her, raussuchen. Da könnt ihr dann gleich an dieser Eishockey-Premium-Container-Verlosung noch teilnehmen, wenn ihr schon Abonnent seid. So, und wenn ihr nicht Abonnent seid, dann werdet das schnell und dann habt ihr auch noch eine Chance. Ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Video bei euch. Ist hoffentlich alles in Ordnung und wir hören uns dann in den nächsten Minuten sozusagen im Livestream wieder. Haut rein, bis dahin, ciao, euer Secrets-Team, euer Maraha. Ciao, ciao. Secrets.